Hallöchen, hier ist die Dörte. Und wie versprochen, gibt es noch ein paar Washi-Tape-Ideen heute. Ja, mich hat das Washi nach unserem Live nicht mehr losgelassen. Und ja, 10 Karten sind entstanden mit Washi-Tape von Action überwiegend. Und ja, also diese passt zum heutigen Wetter. Zitronig mit den Stanzen von Kaffee Konstanze. Ja, aber die sind alle total bunt. Nicht total bunt, aber total unterschiedlich und das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt die ganze Woche eigentlich dafür gebraucht, aber irgendwie war es schön. Also ich habe eine Menge Washi-Tape aufgebraucht, vor allen Dingen diese Olle, das hätte ich sonst weggeschmissen, das hat mich Nerven gekostet. Ist Gott sei Dank jetzt alle. Ja, aber wenn du jetzt neugierig bist, würde ich mich freuen, wenn du dranbleibst. Nach dem Intro geht's auch gleich los. Los geht's. Also ich nehme hier einfach verschiedene Washi-Tapes, unter anderem diese ganz breite. Das habe ich mal von Alexander Renke, glaube ich, als Goodie dabei gehabt. Und ja, klebt mir dann halt so, wie es mir gefällt, die Streifen auf. Das Ganze hier ist in vierfacher Geschwindigkeit. Dieser Glitzerstreifen, der hat mich fast wahnsinnig gemacht, weil der trotz Kleber drunter dann irgendwie so verrutscht ist. Aber ohne Kleber hat der halt null gehalten. Hatte ich euch ja schon im Live erzählt, dass ich die wirklich ganz, ganz schlimm finde. Ja, dann kommt jetzt noch ein bisschen Gelb dazu und ich habe dieses Papier so gewählt, dass es 10,5 breit ist, dass es auf meine Karte passt. Ansonsten war das eher so ein Rest, der ist halt kürzer als meine Karte. Und unten ist jetzt noch ein bisschen Weiß übrig, da war auch was eingeschnitten, weil es halt ein Rest war. Und da kommt jetzt gleich meine Kräuterschere zum Einsatz und ich schneide unten so ein paar fancy Fransen rein, fand ich ganz schön, sieht man jetzt immer wieder diese, ja, weiß ich nicht, Fransentechnik, Pinata-Technik, keine Ahnung. Ja, und dann klebe ich das Ganze schon auf, glaube ich, oder? Ja, nee, ach, guck an, da wollte ich auch noch mal oben ein bisschen, genau, ja, das ist ja auch eine Möglichkeit, Washi-Tape einzusetzen, einfach unter einen Kartenaufleger kleben, das wollte ich hiermit, glaube ich, zeigen. Ja, aber ich kämpfe noch ein bisschen mit dem Washi-Tape. Ja, ihr seht, das ist jetzt eben unter dem Aufleger, genauso unten, also habe ich die Washi-Tapes, die ich eh schon verwendet habe, nochmal aufgegriffen und einfach eben als Unterleger nochmal, um den, naja, um so einen Rand zu erzeugen. Ja, jetzt kommt ein bisschen Washi-Tape, sag ich schon, ein bisschen Formtape drunter. Ihr wisst ja, ich habe immer noch keinen Formtape von Action, muss ich mir nochmal besorgen. Jo, die Fransen noch ein bisschen auflockern. Ja, jetzt nur noch aufkleben. Durch das Washi-Tape, was drunter klebt, kommt jetzt wirklich mein Panel sehr schön zur Geltung und setzt sich von der Grundkarte ab. Ja, außerhalb der Kamera seht, habe ich hier ein paar Zitronen ausgestanzt mit den Stanzen von Kaffee Konstanze. Ansonsten habe ich da ein bisschen was gestempelt und habe mir da ein Ticket vorbereitet. Wünsch dir was und arrangiere jetzt einfach meine Teile über meinen Washi-Hintergrund. Und ja, also die Karte hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber die fällt mir total gut. Ich hoffe, euch auch. So, hier nochmal in voller Schönheit. Also wie gesagt, mein ein Träumchen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Für Karte Nummer 2 verwenden wir diese Washis jetzt von Teddy. Da wusste ich ja im Live nichts mit anzufangen. Aber wartet ab, da kommt eine super schöne Karte gleich raus. Aber erstmals schneide ich mir einen Kartenaufleger zu. Der ist 10 mal 14 cm und probiere mich ein bisschen aus. Ich habe es extra mal drinnen lassen, weil erstmal gefällt mir das so ja nicht, was ich da tue. So, also alles wieder ab und dann verwende ich tatsächlich nur eins von oder vielmehr zwei in Kombination von diesen Washis und zwar diese Zweige, die setze ich klebe ich so versetzt aneinander und dann nehme ich noch dieses schöne Bordüren Tape und setze es so dazwischen. Ja, dann habe ich mir einen Hintergrundstempel genommen und zwar auch von Teddy. Insofern ist das hier so eine Teddy-Karte. Ich embosse jetzt gleich und deshalb habe ich vorher die Oberfläche entfettet und ja, stempel halt so leicht schräg mit diesem Stempel über das Washi. Ja, schön was unterlegen und dann goldenes Embossing-Pulver habe ich hier.
Und ja, ihr seht, ich mache das mehrfach so drüber und dann pinsel ich am Rand noch was ab, weil auf dem Washi ist es dann doch irgendwie komisch hängen geblieben. Ja, und dann nehme ich einfach einen Pinsel und mache die Pulverreste ab, die mir nicht gefallen. Und dann, wie gesagt, mit einem Föhn, mit einem Heißluftföhn, ja, das muss man ganz vorsichtig machen, damit einem das Washi-Tape nicht verbrennt oder sich ablöst, weil so kann man ja Washi-Tape auch ganz gut ablösen. Also da müsst ihr vorsichtig sein, einfach embossen. Und dann haben wir einen schönen Hintergrund. Fällt mir sehr gut. Ja, als Embellishment für die Karte klebe ich mir jetzt diese Zweige auf weißes Papier und suche mir Kreisstanzen raus, die dazu passen. Also die über die Pflanzen passen, zwei verschiedene Größen. Die Kreise versehe ich jetzt mit Crystal Glaze. Das ist halt ein Kleber, der durchsichtig auftrocknet. Von Nuvo gibt es aber auch diverse andere Firmen, glaube ich, die sowas haben. Ja, dadurch entsteht der Effekt eines Buttons, habe ich mir so gedacht. Oder eigentlich sieht es auch so ein bisschen aus wie Porzellan. Also mir hat das irgendwie sehr gefallen, der Effekt. Weiß ich auch nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ja, das Ganze wird dann natürlich trocknen, also lasse ich trocknen. Dann habe ich mir meinen Aufleger ausgestanzt mit dieser Stanze und ja, jetzt versuche ich euch zu zeigen, wie schön das glitzert, glänzt, aber ja, irgendwie fängt die Kamera das nicht ein. Und dann bringen wir einfach alles aufeinander. Die ganze wird arrangiert. Da seht ihr auch, dass diese etwas größeren Kreise, da hat ja mein Platz nicht gereicht zwischen den einzelnen Sträuchen. Die sind nur so halb, aber jetzt in dem Fall ist das perfekt. Jo, dann habe ich mir noch so ein kleines Schildchen ausgestanzt. Und da stempel ich mir jetzt so einen kleinen Spruch von Create a Smile drauf aus diesen kleinen Sprüchen, die ich mir gerade erst gekauft habe. Das passt halt perfekt. Probiere halt nur so ein bisschen rum, welche ich nehme. Ja, noch ein paar Flecken habt ihr gesehen auf meinem Schildchen, damit das nicht so leer aussieht. Und dann wird einfach alles draufgeklebt und ja, den Spruch klebe ich da auch noch irgendwo hin. Ich weiß ja nicht, ob ich dann noch mehr mache, werden wir gleich sehen. Schon so lange her, wo ich das gedreht habe. Naja, ich hätte es mir ja denken können, natürlich etwas Nylongarn darf nicht fehlen. Und ja, irgendwie hat mir Gelb noch gefehlt und deshalb eben gelbes Nylongarn, diesmal nicht als Schleife gebunden, sondern nur mit Knoten. Das Ganze wird noch aufgeklebt und dann ist das Kärtchen fertig. Für Karte Nummer 3 habe ich mir einfach ein Stück weißen Rest genommen und klebe die Fläche, die halt noch zu benutzen ist, einfach voll mit einer Sorte Washi-Tape hier. In dem Fall dieses schöne grüne. Ja, kann ja schon teasern. Ich werde dieses Stück nachher natürlich noch stanzen, also mit einer Wellenrandstanze. Ihr könntet aber einfach vorher schon in euren gewünschten Maßen zuschneiden. Bei mir wird das hier kleiner sein als eine Grundkarte. Und ja, weil ich diese Idee einfach auch nochmal zeigen wollte, kann man das Ganze natürlich auch mit Stencil bearbeiten, Washi-Tape. Also vielleicht auch, ich habe hier die Paste von Action genommen, leider die Kamera nicht angemacht, deswegen seht ihr hier schon fast das fertige Ergebnis. Auf jeden Fall ist das auch eine schöne Idee für Washi-Tape, einfach mal mit einem Stencil drüber gehen. Ja, außerhalb der Kamera habe ich mir ein paar Schmetterlinge vorbereitet aus dem schönen Stempelset von Stampin' Up. Schmetterlingsglück ist ein altes Set und mein Aufleger mit Formtape versehen. Jetzt bereite ich mir erstmal den Schriftzug vor, auch mit Washi-Tape. Dafür mache ich mir erstmal ein bisschen Kleber wieder auf meinen Cardstock, weil ich nicht so genau weiß, ob jetzt hier mein Klebeband hält. Dann einfach nur einstreifen und ich werde die Stanze jetzt nur so zur Hälfte drauflegen. Die fällt mir sehr gut, aber am Ende werde ich noch den gleichen Spruch nochmal mit vollflächigem Washi-Tape, also mit dieser Bronzefarbe, machen, weil mir die Hälfte jetzt in dem Fall nicht gefällt. Also, wie versprochen, nochmal das Ganze vollflächig mit dem Washi-Tape versehen, denn ich versuche es euch hier zu zeigen. Der also weiß-bronzefarbene Spruch, der setzt sich einfach bei meinem Hintergrund nicht so ab. Bei dem dunkleren sieht man das einfach besser.
Ja, los geht's und einfach alles aufeinander arrangieren. Hier seht ihr jetzt auch mal die Größe von meinem Stückchen. Das war ein Reststück, deswegen kann ich euch da keine genauen Maße sagen. Hatte auch nicht ganz auf meine Stanze gepasst, musste ich mir dann so zustanzen. Aber wie gesagt, auch eine schöne Idee, wie gesagt, für Reste. Ja, die Schmetterlinge noch drauf. Und ich glaube, allzu viel mehr mache ich eigentlich. Ach doch, ich nehme mir noch diese Paste von Action Relief Farbe. Also die habe ich mal vor einer Weile. Die ist immer verstopft, wenn man die mal benutzen will. Leider verunstalte ich mir durchs Klopfen auf den Tisch noch ein bisschen den einen Tropfen. Den nehme ich nachher außerhalb der Kamera nochmal ab und mache ihn nochmal neu. Ja, das werdet ihr gleich sehen. Ja, aber ansonsten finde ich, das ist eine zauberhafte Karte. Sagt mal selbst, wie findet ihr die? Da ist der Unfall. Für die nächste Karte mache ich jetzt einfach mal ein bisschen Schmierpapier mit ganz vielen Washis, und zwar die mit den Avocados. Ja, und damit das auch schön hält, habe ich jetzt hier mal ein bisschen Kleber drunter gemacht. Und dann geht's los. Einfach eins nach dem anderen. Dann habe ich mir das Ganze ausgestanzt als Rechteck und werde jetzt in der Mitte mit dem Kreis nochmal ausstanzen. Aus 1 macht 2 und deshalb machen wir jetzt gleich aus diesem Stück zwei Karten. Ihr seht, ich habe es mit Formtipp versehen, habe den Hintergrund etwas gesprenkelt mit zarten Aquarellfarben von Action, also Metallic Aquarellfarben. Und dann habe ich mir noch ganz viele Blüten ausgestanzt in Gelb und in Rosa, ein Schleifchen und zwei Sprüche ausgestanzt. Mit dem Kugeltool gebe ich meinen Blüten jetzt noch etwas Formen. Und ja, ich zeige euch auch gleich, dass ich das Ganze mit einem Handstanzer ausgestanzt habe. Und zwar mit meiner Lieblingsblüte. Ein Must-Have für alle Anfänger. Schnell noch ein paar Halbperlen auf die Blütenmitten. Und dann setzen wir den Aufleger auf. Und links kommt dann nachher der Kreis rauf, der ausgestanzte. Und dann geht's schon los mit Dekorieren, also einfach alle Blüten, so wie es einem gefällt, auf den Karten verteilen und die Sprüche aufkleben. Und dann haben wir zwei schöne kunterbunte Kärtchen, wie ich finde. Ein bisschen so kawaii, ne? Ich weiß ja nicht, ist das schon kawaii? Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wer sich da ein bisschen auskennt. Die nächste Möglichkeit für Washi-Tape ist einfach auf Papier kleben und ausstanzen. Ja, habe ich hier gemacht mit Blümchen und Zweigen. Beide oder alle Teile sind, oder alle Stanzen, die ich verwendet habe, sind von Action, genauso wie der Stempel. Dann habe ich mir noch dieses Vintage-Papier aus dem Block von Teddy rausgesucht, weil ich finde, diese Kombi ist auch mal ganz witzig. Ja, jetzt reiße ich mir einen Aufleger zu. Also ich stanze diesmal nicht, sondern reiße den. Mit dem T-Lineal wird das halt schön gerade und sieht dann sehr sauber, also Wind gerissen, aber doch sauber und gerade aus. Ja, kleine Empfehlung von mir, nehmt doch mal euer T-Lineal, um euch einen Aufleger zuzureißen. Kann ja auch ein Quadrat sein oder was ihr gerade braucht. Ja, dann werde ich jetzt gleich nicht mehr diese beige Grundkarte nehmen, sondern eine weiße, weil ich es irgendwie frischer finde. Die schneide ich mir noch zu oder habe ich mir zugeschnitten. Ist übrigens eine von
Stampin' Up, deswegen ist da schon was drauf. Ja, die überklebe ich jetzt, weil irgendwie habe ich die bisher nie verwendet. Dann stempel ich erstmal meinen Stempel zur Probe auf die Rückseite und arrangiere mir da auch schon mal meine Zweige und meine Blüten, um zu sehen, ob mir das dann nachher auch wirklich gefällt. Ja, könnt ihr ja auch mal so probieren. Also so komme ich dann auf mein Endergebnis häufig. Ja, und dann das Ganze nochmal auf die Vorderseite. Jetzt noch einfach alles aufgeklebt, zusammen mit diesem Dankespruch, den hatte ich ja vorhin bei einer Karte gemacht. Die Blümchen, die habe ich noch ein bisschen mit Formtape versehen, alles andere klebe ich flach auf. Ja, also die haben wir zusammen gemacht und noch zwei weitere Ideen dazu mit den ausgestanzten Blüten und Zweigen. Nochmal was ganz Leichtes. Und hier habe ich die Reste von denen nochmal mit dem Vellum aus dem einen neuen Vellum-Block und dem Herz aus dem Livestream zu einer Hochzeitskarte gemacht. Ja, also wie gesagt, die Idee mit Ausstanzen von Washi-Tape, da kann man wunderbar Papierreste verarbeiten, aber eben auch Washi-Tape. Also ich habe jetzt eine ganze Menge verwendet. Ja, Möglichkeit Nummer 9. Ich habe hier mir einfach hier Paneele zugeschnitten und beklebt die wieder vollflächig mit Washi-Tape und schlag aber wirklich die Reste, waren bei mir in dem Fall komplett ein, wie so ein Bucheinband im Prinzip. Also ich schräg mir auch die Ecken an, damit das Paneel völlig umschlossen ist. Könnte ich mir auch gut vorstellen mit Holz, Washi-Tape. Dann versägt mit Formtape hinten. Habe mir einen Spruch gestempelt und werde jetzt gleich meine Karte mit diesem Hintergrund bestempeln. Das ist von Create a Smile und ja, mit Vintage Foto. Das wird jetzt auch so ein bisschen eine Männerkarte. Den Spruch, den ihr gerade gesehen habt, den werde ich nicht verwenden. Werdet ihr gleich sehen, weil der mir ein bisschen verunfallt. Ja, ansonsten, wie gesagt, Hintergrund und ja, drei verschiedene Paneelen. Der Hintergrund ist zauberhaft, wie ich finde. Dann mache ich noch mal das gleiche, wie ich vorher schon gemacht habe bei einer anderen Karte. Nehme die Reliefpaste und verdünne mir die diesmal aber, um damit zu sprenkeln, weil ich finde, dass der Farbton wunderbar zu Vintage-Foto passt. Und ja, leider ein bisschen dünn geworden. Dann wird das zum Trocknen beiseite gelegt. Ja, und im Anschluss wird alles aufgeklebt. Wie gesagt, für die Größen der Paneele, ich hatte mir vorher die Streifen einfach so zugeschnitten, dass das für mich harmonisch aussieht. Also ich habe da jetzt keine Maße, müsst ihr euch selber mal ausprobieren. Und ja, hier ist mein Spruch, den habe ich mit Nouveau Glaze versehen, aber ich habe jetzt gerade raufgefasst, ich habe eben nicht gewartet. Aber so als Idee finde ich das auch mal sehr nett. Ich habe jetzt alternativ einfach einen Spruch nochmal gestempelt und ausgestanzt und mit Vintage Foto geinkt. Fertig ist meine Oldschool-Vintage-Karte. Für die letzte Karte habe ich mir hier einfach ein Stück Cardstock, was 14,5 x 10,5 groß ist, geprägt. Ich schneide mir hier die Rose aus. Das ist ja so diagonal. Ihr könnt euch aber einfach einen anderen Prägefolder nehmen oder was auch immer, auch ein Designpapier geht und den einfach diagonal einen Streifen rausschneiden bzw. stanzen. Also meine Idee ist hier nicht nur für Washi-Tape, sondern auch für Prägefolder oder halt auch für Randstanzen. Also ich schnibbel mir erstmal mein Röschen aus. Ihr werdet gleich sehen, worauf das hinausläuft. So, hier seht ihr jetzt, wie das dann aussieht. Ich habe mir halt einfach die Randstanze diagonal auf den unteren Teil gelegt und ausgestanzt. Somit habe ich jetzt gleich oben und unten so ein Stückchen diagonal abgeschnittenen Cardstock.
Den oberen Teil versäge ich mir mit Formtape, wie ihr hier seht. Und dann seht ihr jetzt gleich, wie ich das gemeint habe. Ach so, nee, erst kleben wir uns Washi-Tape auf die vordere Seite der Karte. Also hier seht ihr das und in der Mitte wird diese Diagonale entstehen und da blitzt dann unser Washi-Tape durch. Ich habe es mir hier markiert, ist aber Quatsch, ich klebe einfach die komplette Karte auf. Wer möchte, kann auch einfach nur am oberen oder unteren Teil diese Diagonale aufkleben und freilassen. Jetzt aber erstmal munter drauf losgeklebt. Ich klebe das so ein bisschen an und verwende auch hier dieses blaue Glitzertape, weil ich es halt auch mal verwenden wollte. Aber am Ende mache ich das wieder ab, weil irgendwie gefällt mir das nicht. Ich glaube, das schmeiße ich weg. Das ist mir zu poppig irgendwie. Ja. Ansonsten nehme ich wieder dieses, eigentlich finde ich das am schönsten, dieses goldglitzernde, rußgoldglitzernde Band. Aber das hält halt überhaupt nicht. Und das werde ich auch im Laufe des Videos hier aufbrauchen. Hier seht ihr mal, wie das aussehen könnte, wenn man nur den oberen Teil anklebt. Ja, ich bemerke hier aber, dass ich die Karte verkehrt rum habe, auch schön. Ich werde aber oben und unten ankleben und jetzt entscheide ich mich dafür, die beiden äußeren Washi-Tapes abzumachen, weil irgendwie gefallen mir die nicht. Also nicht jetzt, aber demnächst. Manchmal ein Hindernis, dass Washi-Tape so leicht abgeht, aber hier in dem Fall ist es super, weil es mir irgendwie nicht gefällt. Ja, hier könnt ihr nochmal sehen, wie es andersrum auch aussehen würde, aber ja, ich mache es so, dass die Rosen oben von oben runter hängen. Ja, und ohne dieses Blaue und das andere sieht das echt viel schöner aus, viel harmonischer. So, im Nachhinein denke ich, so hätte das viel schöner ausgesehen. Also nur mal so für euch, vielleicht habt ihr auch so einen ähnlichen Rosen Prägefuder, sieht das eigentlich irgendwie cooler aus, so ohne das untere Teil. Zu guter Letzt habe ich mich für diesen Spruch von Stampin' Up! Entschieden und den dann doch noch mit diesem blauen Glitzerband gemattet. Da hatte ich halt vorher versucht auszustanzen, Schrift. Das war ein Graus, also das hat nicht gehalten, dann ist das immer abgegangen. Und deshalb habe ich mich für Stempeln entschieden und dann kommt oben links einfach das Schildchen und das war's. So, ihr Hasen, es ist vollbracht. 10 Karten haben wir gemacht. Ich habe hier nochmal alle beisammen und zeige die euch jetzt nacheinander nochmal. Ganz in Ruhe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn du neu bei mir bist, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo schenkst, nee, ein Däumchen schenkst. Also abonniere meinen Kanal und drück das Glöckchen. Dann verpasst du kein Video mehr von mir. Und ja, starten wir mal mit Karte Nummer 1. Die war eigentlich noch relativ schnell gemacht, hier mit meiner Kräuterschere. Also mal so als Idee. Gibt ja auch von Stampin' Up! So eine Stanze, braucht man nicht. Nimmt man einfach das. Ja, die gefällt mir besonders gut, passt heute super zum Wetter, 34 Grad, wie gesagt, Karte Nummer 1. Karte Nummer 2, auch mal was ganz anderes, wie ich finde, könnt ihr mir ja mal sagen. Jetzt sieht man hier auch schön den Porzellaneffekt. Also ich finde die irgendwie, ja, ich finde, ich habe, ja, eigentlich stinkt nicht. Ich habe da letztens gesagt, ich finde, ich habe hier viele kleine Kunstwerke vollbracht. Die Schmetterlingkarte, auch ein Träumchen, wie ich finde, mit dem, also man sieht das ja vielleicht in der Kamera nicht so, aber das ist auch eine Karte zum Fühlen. Mein Unfall, naja. Aber ich glaube, der Beschenkte sieht das ja nicht. Also ich finde die auch total schön. Die beiden Karten sind schon so ein bisschen Richtung Herbst, wie ich finde. Genau wie die hier. Die finde ich auch toll. Davon habe ich ja gleich 3 gemacht. 2 außerhalb der Kamera. Die finde ich auch ein Träumchen. Und dann noch die. Jetzt passt das hier ja nicht hin. Müssen wir das Washi mal wegnehmen. Und die hier finde ich auch total schön. Erinnert mich so ein bisschen an Flammendes Herz. Kennt ihr ja bestimmt. Dings dann die beiden kunterbunten Kinderkarten. Oder, naja, Kinder nicht. Kawaii, wer das mag.
Ich mag es eigentlich, manchmal mag ich es auch gerne so knallig. Vor allen Dingen die hier ist natürlich zwar knallig, aber doch irgendwie ganz zart. Jo, haben wir keinen Platz mehr für alle. Hab schon lange nicht mehr so viel Karten gemacht, war. Dann die nochmal. Also wie gesagt, alle wieder total unterschiedlich. Jetzt so in der Summe sieht das kunterbunt aus, aber alle einzeln. Wie gesagt, ich muss mal ein bisschen auf Instagram mehr hochladen, weil alle einzeln sehen nochmal viel besser aus. Und dann ein Traum in Weiß. Jo, meine letzte Karte. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ja, einige haben schon geschrieben nach dem Live, sie müssen jetzt doch wieder Washi kaufen. Nee, kauft euch keinen Washi. Wie gesagt, meistens liegt es ja rum. Ich habe jetzt viel verbraucht, aber ich wollte euch halt ein paar Ideen an die Hand geben für die Washis, die ihr habt. Alles, was ihr seht, könnt ihr auch mit euren Washis machen. Sind ja nur so Anregungen. Ja, und ansonsten bedanke ich mich jetzt für eure Geduld. Und wünsche euch einen schönen Abend, Nachmittag, morgen Nacht, was auch immer jetzt kommt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss.